Wir hören jetzt einen kleinen Vortrag über Stipendien für Masterarbeiten vom CCC Flensburg. Dazu Skammo. Ja, vielen Dank. Moin, moin. Genau, mein Name ist Skammo. Ich bin Samuel oder auch Samuel genannt und ich komme genau vom Chaos-Treff Flensburg oder CCC Flensburg. Und das Projekt, was ich jetzt vorstelle, das Chaotische Katalysator-Stipendium, ist eine Kooperation von verschiedenen Spaces und Menschen quasi aus dem Chaos-Umfeld. Es liegt aber steuerrechtlich gesehen, muss das ja mein Zuhause haben und das ist halt genau in Flensburg der Fall. Genau, was machen wir mit dem Chaotischen Katalysator-Stipendium, kurz auch CCS genannt? Ganz konkret, wir vergeben Stipendien für Masterarbeiten oder vergleichbare Arbeiten, das könnten zum Beispiel auch Diplomarbeiten oder ähnliches sein, in Höhe von 1500 Euro für spannende Themen. Wie wir jetzt so dieses Ding spannende Themen definieren, da haben wir uns quasi jetzt mal, ich glaube, kann man sich so diesen Untersatz angucken, und zwar nämlich dieses, wie ist die Welt nach den Grundsätzen der HackerInnen-Ethik verbesserbar? Das ist quasi so ein bisschen der Leitsatz und die thematische Auswahl dabei gedacht. Genau, einmal zum aktuellen Stand, zur GPN im Jahre 2023 oder GPN 21. Wir haben schon 3 Stipendien vergeben und sind jetzt dabei, ins nächste Semester zu starten und haben genug Finanzierung, um das noch mindestens bis ins Jahr 2024 weiterzutragen. Und das ist aktuell unser Planungshorizont. Ich habe ja gerade schon einmal das Thema Hackerinnenethik angebracht. Hier noch einmal kurz so ein bisschen im Thema, warum überhaupt. Einmal kurz ganz die Basics, die Hackerinnenethik. Das haben wir jetzt hier einmal textlich von der Seite des CCCs übernommen, also des Chaos Computer Clubs. Das sind quasi Grundsätze, die sich über verschiedene Jahrzehnte entwickelt haben und so ein paar Philosophien quasi dabei mit reingehen. Denn wichtig ist für uns in unserem Projekt, wir wollen uns halt auf die Utopie konzentrieren. Das heißt also, es soll nicht nur darum gehen, Dystopien zu verhindern, auch wenn das voll wichtig ist, sondern halt auch wirklich darum gehen, positive Visionen zu erarbeiten. Und da haben wir uns gedacht, ist die Hackerinnenethik ein spannender Grundkonsens, den es so im Chaos gibt, der ja auch sehr viele coole Sachen quasi bereitstellt. Beispielsweise so, alle Informationen müssen frei sein, aber auch mit, man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit erschaffen. Und das ist etwas, was uns auf jeden Fall sehr wichtig ist. Und das sind Themen, die wir gerne dabei fördern wollen. Genau, zum nächsten Punkt. Ich glaube, um nochmal weiter darauf einzugehen, was für Themen überhaupt gesucht werden, am Ende des Tages sollen quasi diese Themen Mehrwert schaffen. Und es soll quasi einmal dieser utopische Mehrwert quasi sein, aber es geht vor allem auch darum, dass quasi dieser Mehrwert nicht nur inhaltlich da ist, sondern auch, dass diese Arbeiten danach nicht einfach quasi in der Schublade verschwinden. Das heißt, das Ziel ist es halt wirklich nicht nur, ich sag mal, eine normale Stipendienförderung zu machen, wo man halt sagt, man fördert auch damit quasi die Leute quasi oder die Stipendiaten davon halt finanziell profitieren, sondern hier geht es quasi darum, diesen Aspekt natürlich nicht auszublenden, sondern halt auch diese Arbeiten dann nachher weiter zu verarbeiten. Ich glaube, einen weiteren Grundsatz, den wir halt haben, ist, wir suchen dabei nach Themen, die sich die Informationstechnologien dieser Welt genauer anschauen, ihren Einfluss auf die Gesellschaft untersuchen und Ideen entwickeln, wie die Welt nach den Grundsätzen der Hackerinnenethik verbesserbar ist. Und daraus sehen wir halt auch schon die diversen Möglichkeiten, die dabei rauskommen können. Ich glaube, so der eine Punkt, was halt nachher mit so einer Masterarbeit passieren kann oder halt mit den Themen, die da beschäftigt worden sind, ist ganz klar quasi, dass es halt als Grundlage dienen soll oder als Beratung dienen soll für entweder politische Entscheidungen oder auch aktivistische Entscheidungen, dass wir dort halt auf mehr evidenzbasierte Entscheidungen zugreifen können und da dann halt hoffentlich noch bessere Entscheidungen treffen. Ganz klar sollen sich daraus halt auch Ideen für neue Projekte entwickeln. Wir wollen quasi neue Denkanstöße geben und da thematisch dann quasi uns mehr Möglichkeiten entwickeln. Und natürlich soll es halt auch Impulse für weitere Arbeiten geben. Das heißt also, bei uns ist es ganz wichtig, dass wir halt aus diesen Masterarbeiten halt auch rausgehen und immer auch schauen, was sind quasi die nächsten Punkte. Denn so eine Masterarbeit ist natürlich sehr kurz, das heißt, die Erwartungshaltung darf da nicht zu hoch sein. Aber gleichzeitig wollen wir auch quasi ermöglichen, dass sich solche Themen halt vielleicht auch länger bearbeitet werden und genau dadurch halt vielleicht nochmal ein bisschen mehr werden durch halt mehrere Arbeiten. Und zuletzt natürlich wollen wir diese Themen und diese Erkenntnisse auch in die chaotische Community bringen.
Das heißt für uns ganz konkret, wir hoffen, dass wir in den nächsten Chaos-Veranstaltungen Talks sehen werden, dass es da Workshops geben wird, Blogposts und gegebenenfalls auch Datenschleuderartikel, die sich dann halt weiter mit diesen Themen beschäftigen und diese halt mehr in die Breite tragen. Genau, ich glaube, ganz wichtig ist bei diesem Programm zu sagen, dass auch wenn das quasi aus diesem Chaos kommt, was ja immer sehr nerdig und technisch angehaucht ist, dass bei dem Projekt wirklich die Fachrichtung egal ist. Ihr könnt euch natürlich mit einem Informatik, mit einem IT, mit einem Security-Thema dort bewerben und das kann da auch Platz finden, aber es werden ganz klar alle Fachrichtungen angesprochen. Und das ist halt egal, ob das jetzt Wirtschaft, Politik, Technik, Philosophie, Linguistik ist. Das sind halt alles Fachbereiche, die wir auf jeden Fall da sehen wollen. Ich glaube, ganz wichtig ist uns dabei, dass wir sehen, es gibt halt immer mehr Digitalisierung, immer mehr Transformation der Gesellschaft. Und genau das kann und soll nicht nur aus den IT-nahen oder aus den techniknahen Studiengängen kommen, sondern halt auch tatsächlich halt aus den anderen Studiengängen und in anderen Perspektiven. Deswegen sind wirklich alle Studiengänge eingeladen. Allein in der ersten Bewerbungsrunde haben wir Bewerbungen aus dem Bereich Philosophie, Data Science, Information System Engineering, Informationsdesign, Interface Design, Literaturwissenschaften, Medieninformatik, angewandte Medien- und Kulturwissenschaften bekommen. Ich glaube, das zeigt halt auch schon, dass wir da schon auf einem ganz guten Weg sind, halt sehr divers aufgestellt zu sein. Und sobald, ich glaube, die erste Runde der quasi fertig geförderten Arbeiten auch da sind, wird man da, glaube ich, auch sehen, dass es da aus sehr vielen Perspektiven, aus sehr vielen verschiedenen Fachrichtungen sehr viel Spannendes gibt, mit dem man dann weiterreden kann. Ein weiterer Punkt ist definitiv auch, es geht nicht um Buzzwords. Das heißt also, wir wollen nicht irgendwie den letzten Buzzwords irgendwie hinterherlaufen, die vielleicht gerade in der Presse, in der Medienlandschaft oder auch in dieser gesellschaftlichen Bewusstsein irgendwie aufploppen, sondern wir wollen uns halt auch wirklich nachhaltig mit Themen beschäftigen. Wir haben so eine Reihe von Impulsfragen, einfach nur mal zu zeigen, was für Möglichkeiten-Spektrum da angeboten werden kann. Ganz wichtig ist bei den Impulsfragen, ihr könnt dort auch gerne quasi eigene noch dazu steuern, indem ihr uns einfach die per E-Mail schreibt. Ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht, zum Beispiel, welchen Mehrwert bringt Open Data für verschiedene Vereine, Institutionen, Bereiche, in welchen, aber auch in welchen, eine weitere Frage könnte sein, in welchen Ländern und Regionen gibt es sehr wenige staatliche Überwachungsmaßnahmen und mit welchen Faktoren hängt das zusammen? Aber auch zum Beispiel entwickeln sich Unternehmen, die auf Open Data setzen, besser als andere. Das ist jetzt einfach nur ein kleiner Auszug. Ihr findet alle diese Impulsfragen auf der Webseite. Ganz wichtig ist dabei wirklich auch zu sagen, es sind halt quasi Impulsfragen, sie können Impulse geben, man kann sich daran bedienen, aber man muss sich das nicht tun. Man kann sich wirklich frei entscheiden und jedes Thema kann quasi da genommen werden. Jetzt zum nächsten Punkt, wie kann ich mich bewerben? Es ist ein Stipendienprogramm, das heißt also, es werden damit halt wirklich Leute gefördert, die zum Beispiel eine Masterarbeit schreiben. Konkret gibt es quasi eine Grundhürde, die die Stipendiaten erfüllen müssen und das ist nämlich steuerlich in Deutschland gemeldet zu sein und halt auch an einer deutschen Hochschule oder Universität zu studieren. Das liegt schlicht recht damit zusammen, dass es quasi ein Stipendium ist, was man halt auch nicht versteuern muss und deswegen gibt es da gewisse Regularien, an die wir uns halten müssen. Die ganze Information dazu findet ihr halt auch in den Stipendiumsförderbedingungen. Ganz wichtig ist uns halt dabei auch, die Arbeit muss danach frei zugänglich sein. Das heißt also, ihr müsst das gegebenenfalls mit eurem Institut, mit eurem Professor absprechen, dass diese Arbeit danach veröffentlicht werden darf. Und das muss halt für alle passen. Das kann quasi bei uns auf der Webseite passieren oder bei einem dritten Dienst. Das ist uns quasi egal, wo das passiert. Hauptsache, diese Arbeit ist nachher frei zugänglich. Genau, und wie gesagt, die ganzen Bedingungen stehen halt online, sie wechseln sich halt auch mal so ein bisschen ab. Wenn ihr dazu konkrete Fragen habt oder nicht genau wisst, wie ihr euch da einteilen sollt, schreibt uns gerne eine E-Mail und wir schauen dann genau weiter. Jetzt nochmal zum ganz konkreten Bewerbungsprozess. Hier sieht man jetzt einmal die Webseite, die wir dafür haben. Es gibt da quasi den Bereich mit jetzt bewerben. Hier seht ihr, wie das Formular aussieht. Insgesamt gibt es quasi mehrere Personenfelder, die ihr ausfüllen müsst. Die sollten nicht so schwierig sein. Und das Spannendste sind diese Felder hier. Ihr müsst halt einmal angeben, wie ist der Titel eurer Masterarbeit. Das kann halt auch noch ein Arbeitstitel sein, der sich verändern kann. Und dann gibt es quasi diese drei Hauptfelder mit
der Aufgabenstellung der Arbeit, warum diese Arbeit quasi in CCS reinpasst und dass man noch mal ein bisschen was über sich erzählt. Wie ihr seht, ihr müsst dort maximal 1000 Zeichen schreiben. Das heißt, es ist wirklich nicht so viel, was ihr da schreiben müsst, und dann geht es quasi schon weiter. Als nächster Punkt ist dann der Auswahlprozess. Wir haben einen Beirat, der unabhängig ist quasi vom Vorstand, der aber davon berufen wurde. Im Beirat sind insgesamt 6 Leute, inklusive mir. Und genau, der Beirat ist sehr divers aufgestellt, was halt diese verschiedenen Themenbereiche angeht, weil wir halt auch, wie gesagt, in den verschiedenen Themenbereichen halt Kompetenzen haben wollen. Wie das denn genau abläuft, jede Bewerbung ist aktuell noch so eine Einzelfallentscheidung. Das kommt halt daher, dass wir keinen festen Bewerbungsschluss haben. Man kann sich halt über die komplette Zeitraum, wie das Programm läuft, einfach bewerben, und wir haben dann quasi so ein Rolling-Release-Verfahren. Das heißt, jede Bewerbung, die reinkommt, gucken wir uns halt an und schauen halt, ob wir die fördern wollen, und dann gibt es quasi davon eine Antwort. Deswegen lässt sich da leider dieser Prozess auch aufgrund der aktuellen frühen Phase noch nicht so ganz standardisiert erklären. Wenn ihr dann quasi euch beworben habt, kriegt ihr meistens innerhalb von ein paar Wochen, manchmal kann es auch ein bisschen länger dauern, halt eine Antwort, und genau, dann seid ihr halt geförderte Stipendiaten. Genau, nehmen wir mal an, ihr habt euch beworben, der Beirat hat Ja gesagt, dann ist die Frage natürlich, was passiert nach der Thesis? Dazu habe ich leider noch nicht so viel super Praktisches, was man jetzt so zeigen kann. Das liegt einfach daran, wir haben das Projekt halt im Herbst letzten Jahres gestartet. So eine Arbeit dauert halt relativ lang, das heißt, die ersten flattern erst ein. Und da werden wir auf jeden Fall demnächst noch mal mehr zeigen können, was dann passiert. Generell kann man sagen, wir feiern auf jeden Fall gemeinsam. Es gibt von uns ein wunderbares Zertifikat, was man an weitere Bewerbungen, Lebensläufe und weiteres rankleben kann. Dann ist halt quasi der nächste Step, wir gucken quasi gemeinsam mal auf die Arbeit drauf. Und wenn man dann quasi gegenseitig entscheidet, hey, jo, das ist wirklich eine coole Arbeit, dann schauen wir halt, wo kann man die quasi am besten platzieren. Das heißt, entweder im Blogpost, in den Talks oder halt sonst wo in der Chaos-Community. Genau. Gleichzeitig muss man da jetzt nicht so Angst haben, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe da eine Masterarbeit abgeliefert, die wurde auch angenommen, aber man sagt vielleicht selber, oh, man sieht das jetzt nicht so, dass das vielleicht so in die Breite getragen werden muss, dann ist das halt für das Projekt auch gar kein Problem. Das heißt also, wir gehen mit nicht so einer großen Erwartungshaltung ran, sondern wir wollen halt Leute supporten, und dann schauen wir halt gemeinsam, was dabei rauskommt. Genau. Und damit sind wir quasi schon so am Ende angekommen. Wenn ihr könnt, bewerbt euch auf jeden Fall. Wie gesagt, das Projekt läuft jetzt noch für mindestens ein weiteres Jahr. Das heißt, wenn ihr eine Masterarbeit schreibt, irgendwie in dem Bereich, schickt da gerne Bewerbung raus. Wenn ihr Leute kennt, die irgendwas Ähnliches machen, macht das gerne auch. Genau das Gleiche mit, verbreitet das CCS an eurer Uni, Institut oder auch in der Fachschaft. Wir werden jetzt demnächst nochmal mehr Informationen rausschicken und nochmal Poster rausschicken für die neue Runde. Und genau, ihr könnt jederzeit Fragen, Ideen oder Feedback an ccs@chaostreffen-flensburg.de schicken. Und die Webseite ist ccs.chaostreffen-flensburg.de. Da findet ihr halt einmal alle Informationen, auch die Förderbedingungen und entweder direkt das Bewerbungsformular, oder ihr könnt euch quasi, ist es darauf verlinkt. Sehr cool. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Falls nicht, dann vielen, vielen Dank an Scammo für diesen Talk.